Hallo und herzlich willkommen zu einem KI-TV-Spezial, diesmal aus erfreulichem Anlass. Der Julius Hänsel-Blog meldet, dass Saif al-Islam, der Sohn von Revolutionsführer Muammar Gaddafi, der sich in den Händen der Zintan-Brigaden befand und von denen vor Gericht gestellt wurde, vom Gericht in Zintan freigesprochen wurde von der Anklage des Mordes und der Verschwörung. Dies ist wohl ein Zeichen der Zintan-Brigaden, dass man weiter bemüht ist, seine Fühler Richtung Vereinigung mit den grünen Stämmen und dem grünen Widerstand voranzutreiben. Zintan ist der große Verlierer neben den Stämmen im Osten, die als Träger des Aufstandes, dieses sogenannten Aufstandes, fungieren mussten oder fungierten aufgrund von finanziellen Bezuschussungen durch die Imperialisten. Auf jeden Fall eine erfreuliche Nachricht. Es zeigt, dass sich die Jamahiriya rekonstituiert, dass die NATO-Ratten und diese Söldner, diese Al-Qaida und diese Misrata-Rassistenbanden keinen Rückhalt im Volk haben und nicht mal im Rückhalt in den von ihnen beanspruchten Städten oder in den Städten, nachdem ihre Brigaden benannt sind. Der Widerstand geht weiter. Die Zintan-Brigaden waren trotz Drohungen und finanziellen Anreizen nicht bereit, Saif al-Islam an die Hunde der NATO oder an die NATO selbst oder an diesen imperialistischen Verbrechergerichtshof in Den Haag und andere Institutionen des imperialistischen Völkermords auszuliefern. Der libysche Widerstand lebt. Es wird auf allen Ebenen versucht, die nationale Einheit wiederherzustellen, und zwar nationale Einheit auf Grundlage des Widerstandes gegen Imperialismus und Kolonialismus, gegen Al-Qaida oder, wie man die Araber sagen, Al-Siyaida und andere Söldnerhorden, wie die von Katar zusammengetrommelten Mörderbanden, die Muammar Gaddafi hingerichtet haben. Ohne Verfahren und wieder jeglichem Rechtsverständnis, weder westlichen, noch internationalen, noch islamischen, noch sonst irgendeinem Verständnis von Recht, das wir in der Neuzeit anfinden können. Also eine fröhliche Nachricht. Und der Widerstand des libyschen Volkes geht weiter. KI-TV wird weiter berichten. World Jamahiriya Radio wird weiter berichten. Wir bleiben dran. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Chris Sedlmayr.